In 2 Wochen ist es soweit, dann findet in der Stadtgalerie das Casting zur Starkbierkönigin statt. Gestern konnten 4 hübsche Mädels im Vorcasting zeigen, wieso sie Starkbierkönigin werden wollen. In der Jury waren unter anderem Brauereichef Stefan Marold, Vertriebs- und Marketingleiter Friedhelm Feldmeier und Hartmut Spieth von Spieth und Wenzki mit seiner Frau Silke. Wir als Trachtendirndlhersteller schauen natürlich drauf, wie die Mädels im Dirndl ausschauen, wie sie das Bier einschenken, Schlagfertigkeit, das alles kombiniert mit dem Erscheinungsbild im Dirndl. Die das alles schon hinter sich hat, ist Lisa Maria Kerschel. Sie ist die Gewinnerin vom letzten Jahr und dieses Mal als Jurymitglied mit dabei. Man kann sich ja auch in die Kandidatinnen einversetzen, weil ich ja noch ganz genau weiß, wie es letztes Jahr war. Es waren alle 4 recht gut und schauen wir mal, wie wandlungsfähig die noch sind, dann im Finale. Dort erwarten sie verschiedene Disziplinen, zum Beispiel das Anzapfen oder Tanz- und Gesangseinlagen. Doch das Spektakel hat noch mehr zu bieten, wie uns Friedhelm Feldmeier verrät. Die Romy, die wird singen und moderieren, die Strohhutbuben, die sorgen für die musikalische Umrahmung und dann die 4 Königin-Anwärterinnen, die letztendlich die Leute kurzweilig unterhalten. Wenn Sie Lust haben, können auch Sie dabei sein, wenn Lisa Maria ihre Krone an Franziska, Julia, Theresa oder Patricia weitergibt. Los geht's am Freitag, den 13. Februar um 18 Uhr in der Stadtgalerie.